Yeah, Anmeldebonus. Cool. Hohoho, ein neues Event. Ja. Blöderweise sind wir noch alle viel zu schwach für dieses Event. Also, was heißt alle? Ich. Ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr das Spiel schon länger spielt. Weil ihr wahrscheinlich öfter dazu kommt, das Spiel zu spielen. Verstehst du, wie ich meine? So, und ich werde jetzt einfach wieder dahin gehen, wo wir das letzte Mal abgestürzt sind. Nämlich da hinten, zum Parallelquesten. Ich hatte mittendrin überlegt, ein bisschen selber weiterzumachen, aber da gibt's Probleme gewisse. Nämlich, ich will ja nur das offscreen machen, was wir sowieso schon hatten, um da eventuell einen Z-Rang abzugreifen und die Dinger zu bekommen, die wir noch nicht hatten, an Attacken, aber naja, siehst ja hier. Ich habe jetzt alles mit Z voll gemacht, nur finde den Dragon Ball ist halt immer noch, wie, finde den. Es sind mehrere, Plural. Boah, wer auch immer das Ding lokalisiert hat, ja, geh nochmal in die Schule. Und merke dir, dass Beerus heißt und nicht Bills. Mach mal einfach weiter, weil ich komme ja immer noch nicht gegen Cooler an. Ich hoffe mal, wir stürzen diesmal nicht so oft ab, weil es gab einen Patch. So, schlage Freezers Armee. Was kriegen wir denn hier Hübsches? Ninja-Anzug, toll. Ginyu-Kommando, super Spezialkombo und Kampfpose B, was im Prinzip alles überhaupt nicht wichtig für mich ist. Das Spiel macht mich übrigens wahnsinnig, was seinen Ton angeht. Ich kriege ihn einfach nicht gebalanced. Das ist fast so schlimm wie Assassin's Creed 3. Nur nicht ganz so katastrophal. Bei Assassin's Creed 3 habe ich ja teilweise den Eindruck, als würde... Naja, wie soll ich sagen? Als würde die Stimme einiger Charaktere als Soundeffekt gelten. Guck mal, hier haben wir schon mittlerweile eine Menge mehr freigeschaltet. Sieht man nur immer nicht, weil ich immer direkt zu Trunks rübergehe und dann, naja... Vegeta auswähle. Werde ich diesmal auch so machen. Have you said your prayers? Mal sehen. So, untergebene Kleinhauen. Dann ist wahrscheinlich die Bedingung für weitere Events, dass er unterhalb von 5 Minuten zu Brei gehauen wird, der ganze Kram an Armee. Oh Gott, kann ich das Spiel überhaupt noch? Ich hoffe. Ich merke, ich habe immer noch meine Teil 1-Kombo. Verdammt. Im Kopf. Die einfach nicht mehr funktioniert in diesem Spiel. Aber egal. Wird mich nicht davon abhalten, sie trotzdem weiterhin zu benutzen. Bam! Komm zurück! Wie, das ist amazing. Ich habe ewig für so einen dummen Apple oder was auch immer das war gebraucht. Ist nicht amazing, das ist armselig. Das war amazinger. Aber wer weiß, wie der schon runtergehauen war. New enemy. Zwei Apples. Oder Apul. Ist ja immer so eine Sache. Mit dem Umsetzen von japanischen Namen. Ich sag nur Sogekingo. Eigentlich nur die japanische Version von Sogeking, aber aus irgendeinem Grund müssen die an alles am Ende ein U ranhängen. Weiß nicht, haben die kein einzelnes G? Das könnte daran liegen. Ich bin mir aber da nicht sicher. Ist aber auch egal, weil das U sowieso ständig stumm ist. Da haben wir das in Deutschland anders, einfacher. Da wird jeder Buchstabe ausgesprochen und dann ist gut. Es sei denn, man ist irgendwie so neumodisch und lässt trotzdem wieder die Hälfte weg. Ah, da hinten ist noch wer. Sag das doch. Verschwendet ihr nur Zeit mit Rumglotzen. Haha! Get over here! Ich bitte übrigens zu entschuldigen, falls das Tonabmischen hier einfach nicht richtig ist, aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Im Hauptmenü ist der Ton sau laut. Und hier ist die Musik schon wieder gar nicht zu hören. Ich bin mir echt nicht sicher, wie das hier gebalanced ist. Lord Freezer! Hauptsache, man kann die Stimmen mittlerweile hören. Next one, please. Pray again. Jetzt muss ich schon wieder hinterher. Nebenbei habe ich versucht, meine alte Z-Seele wiederherzustellen.
Die von wegen, ich bin weder Gott noch Piccolo. Aber nein, dazu fehlen mir auch noch ein paar Dinger, die ich bisher noch nicht holen konnte. Also mir fehlen schon, ich glaube für die Teilseelen fehlen mir schon Seelen. Verschwendung! Okay, ich soll es einfach lassen, weil offenkundig bringt das alles nix. Irgendwie habe ich den Eindruck, das Kampfsystem war irgendwann mal cooler. Kann aber auch nur an mir liegen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ist noch nicht raus. Hä? Da sind schon wieder drei dazugekommen, die ich nicht gesehen habe, ja? Ey, das sind kleine Untergebene. Und ich breche mir hier einen ab, die kaputt zu hauen. Okay, das wird nix mit der erweiterten Quest. Es sei denn, es ist unter Dingsminuten. Ich glaube, ich bin einfach immer noch zu schwach. Ernsthaft? Mehr nicht? Come on! Müsste ja auch bald Resurrection F kommen, der Film. Hab ich ja damals irgendwie mal gewonnen bei so einem kleinen Kino-Event. Aber irgendwie hat mir keiner gesagt, wann das Ding denn an einen versandt wird. Bin nur noch gespannt, was für eine Blu-ray-Version die mir schicken. Und ob die rechtzeitig für die Reviews da ist. That is exhausting as hell. Flieg, 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 ich hab euch alle lieb. Was? Nein. Also ja, euch vielleicht, und die hier nicht. Oh, ich liebe dieses Raumschiff, das ist so... Aber sonst geht's dir noch gut, Sarbon, ja? Zählt ihr eigentlich als Untergebene oder mache ich euch hier gerade komplett umsonst zum Lobbel? Das würde ich gerne wissen. Ausrüstung erhalten ist schon mal gut. Ich habe ein Ninja-Kostüm von Sarbon bekommen oder irgendwem anders. Bin mir da nicht sicher. Kannst slippen, wie du willst. Hey, Dolly! Zerstörung! Zerstörung! Und Zerstörung! Ich dachte Zerstörung! Na, geht doch. So, eine Rawberry ist noch übrig. Bin mir nicht sicher, ob die Namen einfach so sind oder ob die falsch übersetzt wurden. Down. Ich meine, offensichtlich von Strawberry, aber ob es im normalen Strawberry ist, weiß keiner. Weil eigentlich werden die Namen doch immer komplett übernommen als Witz. Oh gut, ich war offenbar gut genug. Nameko. Wahrscheinlich auch mit U geschrieben im Japanischen. New enemy. I'm Captain Ginyu of the Ginyu Force. Or I'll show you the true power. Für so einen Moment dachte ich, es wäre nicht Ginyu, sondern naja, Bardock. Nicht Bardock, doch Bardock. Also Ginyu und Bardocks Körper. Ja, hier lohnt sich der Strahl wenigstens mal. Hey, guck mal hier. Die! Soll ich mal gucken, ob ich beide erwische? Aus der Distanz? Wahrscheinlich nicht. Echt jetzt? Niemand? Okay, nächster Versuch. Vielleicht erst doch lieber den anderen. Dann können wir alle auf Ginny gehen. Ginyu Weasley.
war auch schon mal schneller, ich weiß. Jeez. Hey, ich wollte gerade auf dich schießen, du Penner. That is not funny, my dear. Not at all. Alter. Kombo-Killer, du. Geht doch. Fähigkeit erhalten. Wahrscheinlich Pose B oder so. So, wo ist er? Da ist er. Bin mal gespannt, wann die ersten Patches rauskommen. Warte, bin ich nicht. Ich glaube, am 20. Dezember war das Datum. Ich glaube, am 20. Dezember soll der erste DLC hierfür kommen. Bin mir aber nicht sicher. Am 20. Dezember soll außerdem Walking Dead Staffel 3 starten. Also das von Telltale Games. Ob ich bis dahin mit der Story durch bin? Wahrscheinlich nicht. Geschafft. Cool, cool, cool. Z sogar. Sehr schön. Das war mein Anliegen. So, was haben wir denn bekommen? Also, Ninja-Anzug, Ninja-Anzug. Super Angriff und die Pose. Super. Mit anderen Worten, hier bin ich fertig mit dem Level. Das muss ich nicht mehr besuchen. An extra special class is about to begin. I'd better not catch you playing hooky. Krillin will wieder, dass wir Milch ausliefern, aber gerne doch. Wir machen das auch gerne, oder? Die sinnlose kleine Klicking, 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 Klicking. Ich bin jetzt mal ein bisschen auf der Insel rumgelaufen. Offscreen und hab mal ein bisschen geguckt, wo was ist. Hey! Ein kleines Namekianerdorf gefunden. Naja, auf die Plätze, fertig, los. Drei Leute. Ah, okay, hier war die Karte. Boah, ich hoffe, ich kann endlich mal, also hierfür wird es nichts bringen, aber nach ein bisschen Training sollte ich vielleicht in der Lage sein, Cooler zu besiegen und Freezer. Wenn das der Fall ist, dann könnte ich endlich mal fliegen. Hallo. Hallo. Sorry. Will man dir was Gutes tun, weil wir zu viel Milch haben und dann willst du sie nicht? Willst du implizieren, dass Milch schlecht ist oder wie? Na, fuck. Wir können mich wenigstens bei Krillin absetzen. Ich lauf schon alleine. Ja, ja, komm. Gib her, ich will's schaffen. Motivation. So wie eben. Diesmal nur ohne Mist zu bauen. Terkres. Terkres? Keine Ahnung. Der Name erinnert mich an eins dieser neuen Pokémon. So eine riesengroße Küchenschabe. Cooles Vieh, es war instant in mein Team aufgenommen. Sup, dude? Oh ja, Booty und irgendwie Rakian halten sich für ganz toll, weil sie auf irgendwelchen Gebäuden draufstehen können. Und sie haben ja schon ihre Fluglizenz. Sie sind nicht so verweichlicht gegen Cooler und Freezer abgekackt, wie wir das sind. Also ich, es sei denn, ihr wollt euch Schuld daran geben, dass keiner mich in den Kommentaren angefeuert hat. Bis zum heutigen Tage. What's up? Es werden immer die seltsamsten Sachen kommentiert. Nicht irgendwas Cooles, immer nur irgendwelche seltsamen Sachen. Weiß auch nie warum.
Muss an der Musik liegen. Hoffentlich packen wir uns nicht wieder auf die Fresse beim Treppe runtergehen. Das hatten wir eben schon, das Drama. Wen willst du eigentlich beeindrucken? Arsch rein, Brust raus, hat mein Vater auch immer gesagt, aber... Ja, lassen wir das. Warst du nicht eben noch ein Pokémon? Ich meine, es gibt auch so ein Pokémon, das alle Donald Trump nennen. Von daher passt schon, aber... Warst du nicht eben noch ein Pokémon? Vielleicht sollte ich diese Milchaufträge demnächst mal ignorieren, weil... Holy moly. Damit das ganze Let's Play verplantern, das ist jetzt auch keine Lösung, glaube ich. Oh, ein Eisriese. Hallo, Herr Jotun. Macht Sinn, du hast so einen Schwanz wie ich, von daher bist du wahrscheinlich auch bei mir angesiedelt. Das heißt, irgendwas mit Eis ist immer ganz cool. Sagte der, der überhaupt keinen Bezug zu Eis in seinem Namen hat. Stalaktiten. Ich glaube, man soll das anders lesen. Lass den Kopf nicht hängen. Weil Stalaktiten, ne? Hängen immer von der Decke runter. Du hast ja noch nicht mal welche. Sehe ich daran, dass du so einen Schwanz hast wie ich. Wir haben die Option aus irgendeinem Grund nicht. Ja, ja. Ist voll toll. Deine ist mir eigentlich egal. Ich weiß nur mittlerweile, wofür man die Milch irgendwann mal benutzen kann. Deswegen kann ich schaden, ein bisschen was zu haben.